Bevor das Video losgeht, abonniert diesen Kanal und liked das Video. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag und willkommen zum Bundesliga-Rückblick des 30. Spieltages. Die englische Woche ist vorbei und damit blicken wir auf die 8 Partien, die es zu spielen gab. Die Timestamps sind wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt beginnen wir mit dem ersten Spiel. Das war Köln gegen Leipzig. 2:1 war mein Tipp und genauso geht das Spiel auch aus. Das war fast schon ein Hot Take, wenn man so will, was die Tipps angeht. Das Spiel lief eigentlich so wirklich, wie ich es erwartet hatte. Muss ich mir auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Leipzig macht das Spiel, hat viele Chancen und die Konter, die Köln spielt, sind einfach gut gewesen, auch schon, wie gesagt, gegen Leverkusen und sie haben sich diesen Sieg verdient. Das nächste Spiel war dann Bayern gegen Leverkusen. Mein Tipp war ein 3:3 und Leverkusen hatte gerade in der ersten Viertelstunde, halben Stunde wirklich viele Chancen, aber Bayern natürlich in Person von Choupo-Moting und Kimmich mit unfassbar gut rausgespielten Toren und natürlich ein Hammerschuss von Kimmich, der war wirklich, wirklich gut. Natürlich jetzt kein unfassbares Traumtor, so aufblauschen will man es jetzt auch nicht. Aber die Leverkusener haben gerade enttäuscht, was für mich zumindest persönlich Bailey betrifft. Ich hatte da ein bisschen mehr erwartet. Natürlich ist es immer schwer gegen die Bayern. Da kann man auch nicht unbedingt die Leistung gegen den Abstiegskandidaten hinnehmen und sagen, das muss jetzt auch gegen Bayern so abrufen. Bayern verdienter Sieg, Leverkusen ein wenig enttäuschend. Das nächste Spiel war dann Frankfurt gegen Augsburg. Mein Tipp war ein 2:1 für Frankfurt. Am Ende gewinnen sie sogar 2:0. Das erste Tor macht Hinteregger, der meiner Meinung nach eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen. Da war ein richtig brutales Foul davor. Wird in der Vergangenheit nur mit Gelb bewertet. Ist aber auch in Ordnung. Man muss nicht Rot geben. Damit schafft es Frankfurt in einem Spiel, wo es ihnen wenig gelingen wollte. Wo sie keine großen Chancen haben. Wo Augsburg sie richtig nervt. Trotzdem die 3 Punkte zu holen. Was im Kampf um die Champions League entscheidend sein kann. Das nächste Spiel war dann Bielefeld gegen Schalke. Und die Schalker haben nicht gewinnen können. So wie ich es auch prognostiziert habe. Sie haben sogar verloren gegen Bielefeld. 1:0 geht das Spiel am Ende aus. Die rote Karte in den 71. für Ciao, nennt man ihn, hat dann auch nicht mehr keine große Rolle gespielt. Bielefeld war über die kompletten 90 Minuten besser. Damit ist Schalke abgestiegen. Es war eigentlich schon seit ein paar Monaten klar. Jetzt ist es eben offiziell. Es gab dann noch ein paar hässliche Szenen, als die Schalke Mannschaft wieder mit dem Bus zurückgefahren ist nach Gelsenkirchen. Und ja, kann man nur verurteilen. Logisch, Gewalt kann nie etwas bringen. Ich weiß auch nicht. Da wollen halt einfach nur Fans in Anführungszeichen ihren Frust rauslassen und es in dem sie Gewalt anwenden. Braucht man nicht mehr zu kommentieren. Ist einfach scheiße. Im nächsten Spiel standen sich dann Bremen und Mainz gegenüber. Mein Tipp war ein 3:1 für Mainz. Am Ende wird es nur in Anführungszeichen ein 1:0 für den FSV, aber was ein wichtiger Sieg für die Mainzer. Und man muss sagen, Bremen war spielerisch in der ersten Hälfte überlegen und gerade weil das Spiel so knapp war, wurde es extrem spannend in den letzten Minuten und Bremen schaffte es, Mainz so in den letzten 20, 25 Minuten wirklich an den eigenen 16er festzusetzen. Die kamen da nicht mehr raus. Ich will nicht sagen, es war am Ende glücklich, dass Mainz gewinnt, aber das Spiel hätte Bremen definitiv gewinnen können. Ein weiteres knappes Spiel, was ich auch so erwartet hatte, war dann Dortmund gegen Union Berlin. Mein Tipp war ein 1:0, am Ende gewinnt Dortmund 2:0, macht kurz vor Schluss einen Deckel drauf. Der Elfmeter für Reus, mehr als schmeichelhaft, dass Haaland den verhaut. Allein Haaland hatte, sagen wir mal, 6 Chancen und davon waren 3 bis 4 sehr, sehr gut, wo Luther auch stark pariert, klar, aber trotz eben, dass es so ein relativ knappes Ergebnis war. Union trifft 2-mal das Aluminium, war der Sieg definitiv verdient. Es waren am Ende 17:5 Torschüsse. Ganz klar, also ein verdienter Sieg für Dortmund, der sehr wichtig war, denn nicht nur Frankfurt hat gewonnen, sondern auch Wolfsburg. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal zu Hoffenheim gegen Gladbach. Mein Tipp war ein 4:2 für Gladbach und es gab wirklich fast noch diese 6 Tore. Am Ende waren es nur 5 Tore. Hoffenheim gewinnt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Vor allen Dingen, weil sie nach der ersten Halbzeit noch mit 2:0 hinten lagen und dann drehen sie richtig auf, beziehungsweise Gladbach dreht richtig am Rad und zwar defensiv schlimm. Das ging gar nicht. Was haben die gemacht? Die wurden teilweise auseinandergespielt. Klar, Hoffenheim war auch wirklich gut, aber das ist natürlich viel zu wenig, wenn man noch in die Euro bzw. die Conference League kommen will. Und jetzt kommen wir zu den Wolfsburgern, die gewinnen in Stuttgart und zwar mit 3:1 am Ende. So viele Tore, wie ich getippt hatte, waren es am Ende dann doch nicht. Wolfsburg hat gewonnen. Ja, so wie ich auch gesagt habe, aber die Defensivleistung der Wolfsburger lässt wirklich zu wünschen übrig. Das war gar nichts. Die haben es Castells zu verdanken, dass sie das Spiel nicht verlieren und der Unfähigkeit, an diesem Spieltag Elfmeter zu verwandeln. Dann gucken wir jetzt noch kurz auf die Tabelle. Da verändert sich, wie gesagt, nicht so viel, außer die Bayern, die jetzt 10 Punkte Vorsprung vor Leipzig haben. Die sind praktisch Meister. Und im Abstiegskampf haben wir eben Werder Bremen, die jetzt definitiv in dieser Abstiegszone drin sind, wohingegen Mainz sich immer weiter herausspielen kann. Ich hoffe, dieser Rückblick hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde, und ciao, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal und liked das Video.